Hallo und herzlich willkommen zum Online-Programm der 32. Bamberger Kurzfilmtage. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier zwei Personen aus dem Team des Queerfilmfestival München begrüßen können. Hallo. Hi. Wollt ihr euch einfach mal kurz selber vorstellen, wie ihr heißt, wie ihr seid? Ich bin der Matthias, ich bin seit 3 Jahren jetzt auch im Festival-Team und kümmere mich vor allem um die Rechteabwicklung, um die Technik beim Festival und auch um die Kuration. Und bin so im echten Leben auch noch bei einem Filmverleih tätig und mache dort Marketing, also voll im Business drin. Genau, hi, ich bin der Philipp, ich bin relativ frisch im Team. Letztes Jahr war mein erstes Festival. Und ja, ich unterstütze den Matthias vor allem auch im Programming. Also sichte ganz viele Filme, egal ob das dann Kurzfilme, Langfilme, Dokumentationen sind. Und ja, wir arbeiten tatsächlich auch beruflich zusammen. Ja. Cool. Um einen kurzen Einblick zu bekommen, was so auf der Rolle ist, gucken wir einmal ganz kurz rein in Sansara. Das ist ein Musikvideo von der Band Sansara, We Will Become Better. Als erstes würde mich interessieren, wie ihr dazu gekommen seid, bei dem Festival mitzumachen, oder habt ihr das tatsächlich auch mitgegründet? Also ihr seid ja ein eingetragener Verein, der irgendwie das als erstes Projekt gemacht hat. Macht ihr noch andere Sachen? Gibt es noch andere Dinge außerhalb vom Queer Film Festival? Vielleicht einfach so ein bisschen, dass wir mehr erfahren, was so die Hintergründe sind. Also der Verein wurde vor 7 Jahren ungefähr gegründet und hat tatsächlich gar nicht nur das Festival am Schirm, sondern wir machen über das ganze Jahr hinweg auch noch Veranstaltungen, die irgendwie in diesem queer-politisch-künstlerischen Kosmos liegen. Ich selbst bin vor 3 Jahren zum Festivalteam dazu gestoßen. Ich bin auch gar kein Münchner. Ich habe in Wien Filmproduktion studiert und hier ein Praktikum gemacht in München und dann mitbekommen, dass das Festival stattfindet und einfach mal angefragt, ob die Bock haben und Unterstützung brauchen können, und wurde sofort aufgenommen und habe mich gleich aufs Programmteam gestürzt und leite das jetzt auch seit 2 Jahren. Aber wir machen eben über das ganze Jahr hinweg diverse Veranstaltungen, Kurzfilmabende. Wir planen jetzt auch begleitende Ausstellungen zu unserem Festival zu machen. Wir organisieren diverse Panel-Discussions, wo wir Gäste aus ganz Deutschland einladen und über bestimmte Themen reden. Meistens halt irgendwie im filmischen Kontext auch, aber nicht ausschließlich. Wie ist es bei dir, Philipp? Ich bin vor 2 Jahren zum ersten Mal aufs QFFM gestoßen, als ich beim BR tätig war für eine kurze Zeit, und habe da eben einen Beitrag, eine Reportage darüber gemacht und ja, habe das dann immer weiter verfolgt. Und vor 2 Jahren habe ich eben während des Festivals mitbekommen, es findet gerade wieder statt, und habe dann irgendwie Kontakt aufgenommen, und dann war ich relativ schnell auch Teammitglied selbst. Und wie gesagt, letztes Jahr war dann mein erstes Festivaljahr. Genau. Und wie viele Leute hat euer Team circa? Wir sind so 16 Personen und wachsen aber tatsächlich. Also es gibt jedes Jahr wieder neue AnwärterInnen, die richtig Bock haben, auch zu unterstützen. Und ja, wir müssen dann immer gucken, welche Arbeitsfelder sind vielleicht noch nicht ganz ausgefüllt, wo kann man auch nachjustieren und noch gut Personen brauchen. Und ja, also das ist aktuell so ein Personenstab von 16, 17 Personen.
Wir sind alle ehrenamtlich tätig, das heißt, es ist auch unterschiedlich viel Zeit, die die Leute so investieren in das Projekt, klarerweise. Jeder hat noch irgendwie einen Brotjob auf der Seite und mal hat man dann irgendwie mehr Zeit, um da was fürs Festival zu tun, mal weniger. Deswegen 16 klingt vielleicht jetzt mal auf den ersten Schlag viel, aber ist dann de facto auch wieder weniger so in der Arbeitskraft. Ne? Aber eben, ist selbstverständlich und das geht ja auch bei euch wahrscheinlich auch so in Wellen. Kurz vorm Festival wird es dann nochmal deutlich intensiver und da ziehen dann nochmal alle an einem Strang und dann werden das zusätzlich zu den 40 Stunden, die man so arbeitet, nochmal 30 on top, 40 on top. Also viele schlaflose Nächte kurz vorm. Schon arbeitsintensiv. Ja. Und was bedeutet das für euch? Also es gibt ja vermehrt, also ihr meintet ja auch, ihr tritt auf Panels auf oder werdet eingeladen. Das Thema hat ja auch mittlerweile, oder dieser Themenkomplex, queere Filme zu zeigen, aber auch sich damit zu beschäftigen, wie sind eigentlich Produktionsteams besetzt auf allen Ebenen. Das sind sehr viele Aspekte, die das beinhaltet. Wie nehmt ihr diese Diskussionen wahr? Weil mittlerweile, ich habe zum Beispiel auch gelesen, letztens jetzt auf der Seite von der Berlinale, die machen ja mittlerweile auch transparent, wie viele weibliche Filmemacherinnen sind dabei, aber wer gewinnt auch, was war in den letzten Jahren. Bestimmte Statistiken sind wahnsinnig erschreckend, ja, wenn man da halt irgendwie wirklich so schwarz auf weiß sieht, okay, das sind irgendwie 4% und es sind der Rest halt nur männliche Regisseurinnen, aber auch in den anderen Bereichen ist das Missverhältnis natürlich noch gegeben. Dort ist jetzt im Leitungsteam oder Programmauswahl zum Beispiel ist ja eine Frau. Wie nehmt ihr das wahr? Ist das auch viel Marketing? Oder habt ihr schon das Gefühl, es gibt tatsächlich irgendwie ein größeres Bewusstsein? Dinge verändern sich zum Besseren. Die Sichtbarkeit ist gegeben. Ja. Es wird irgendwie auf eine Art besser für queere Menschen oder Menschen, die queere Filme machen möchten? Also ich glaube, tendenziell gibt es beides. Also es gibt sicherlich Produktionen, wo wirklich drauf geachtet wird und auch aus den richtigen Gründen drauf geachtet wird, dass es vor und hinter der Kamera eine Diversität gibt. Aber es gibt sicherlich auch Projekte, wo das einfach nur Show ist und gemacht wird, weil es gerade im Trend liegt. Bei uns ist es so, dass wir beim Programming ganz klar darauf achten, wie viele RegisseurInnen haben wir, wie viele RegisseurInnen haben wir schon im Programm. Und das ist auch dauernd eigentlich im Gespräch wichtig, wenn wir aussuchen, welche Filme wir nehmen. Was für Themenkomplexe, wie du schon gesagt hast, wir quasi behandeln. Dass es einfach schon eine Diversität auch da gibt. Wobei man dazu sagen muss, also klar achten wir auf die Frauenquote, aber das ergibt sich eigentlich ganz natürlich, ehrlicherweise. Also wir schauen einfach so übers Jahr hinweg an die 150, 200 Langfilme teilweise und dann noch die ganzen Kurzfilme und Serien, die dann letztlich irgendwie in Frage kommen oder nicht. Und letztes Jahr hatten wir eine Frauenquote von über 60% in der Regie und das hat sich aber einfach natürlich so gefügt und wir waren dann froh, als wir nachher geschaut haben, so, was wollen wir jetzt letztlich zeigen, dass die Ehe erfüllt ist. So, ne? Also es gibt diese Arbeiten, Gott sei Dank, und gerade so in produktionstechnischer Sicht mit Frauenquote und Co. nimmt man schon wahr, das geht in eine richtige Richtung. Aber trotzdem ist unsere Festivalarbeit immer noch total wichtig, weil, wie du schon irgendwie angeteasert hast, es gibt schon so ein paar Festivals, die sich dann auch damit schmücken, so, da haben wir jetzt ein exotisches Programm irgendwie und wir sind doch, gehen mit der Zeit und haben das. Aber das restliche Programm ist dann trotzdem wieder sehr weiß, sehr männlich. Aber die Berlinale, die du jetzt angesprochen hast vorhin auch, muss ich auch nochmal hervorheben, die ist da echt ein Positivbeispiel auch, was die A-List-Festivals anbelangt. Die haben schon seit Jahren eine total queere, feministische Panorama-Sektion. Die haben den Teddy Award schon seit Jahrzehnten in sie vergeben, um auch nochmal queere Arbeiten zu würdigen. Also es gibt auch im A-List-Festival-Bereich Kuratorinnen und Kuratoren, die da schon seit langer Zeit Wert drauf legen. Und es ist aber trotzdem schön zu sehen, dass das auch immer mehr kleine Festivals machen. Das Panorama ist zum Beispiel auch so eine Programmierung, wo wir immer hingucken und immer wieder auch Filme auswählen. Also das ist ein Positivbeispiel, wie du schon gesagt hast. Nochmal zu eurer Rolle im Speziellen. Ich weiß nicht,
bei dir gehe ich jetzt davon aus, dass du da auch beteiligt warst bei der Auswahl von den Filmen. Vielleicht könnt ihr ein bisschen was dazu sagen, wie diese Zusammenstellung kam, warum vielleicht der ein oder andere Film, muss jetzt nicht zu jedem Film was sein, aber so ein bisschen was von euren persönlichen Beziehungen zu diesen Filmen und vielleicht auch auf einer professionellen Ebene, warum diese Zusammensetzung? Ja, also Philipp hat ja schon angesprochen, gibt es diverse Faktoren, auf die wir bei der Kuration irgendwo achten. Also einerseits mal, wer steckt hinter der Kamera, wer erzählt wessen Geschichte und mit welchem Ziel. Das ist irgendwie so ein Aspekt, den wir da immer genauer anschauen. Dann wollen wir so eine gewisse Genrevielfalt auch irgendwie abbilden. Gerade bei den Kurzfilmprogrammen ist das dann auch nochmal einfacher und schöner möglich. Gerade in dem Programm, also wir haben von Dokumentarfilm über Drama bis hin zu düsteren Science-Fiction-Film alles dabei so. Dann natürlich sollte es möglichst divers sein, was auch die Hauptfiguren anbelangt, also was für eine Geschlechtsidentität haben die, was für eine sexuelle Orientierung haben die, aber nicht nur das, wird auch mit gewissen Stereotypien gebrochen. Also queerer Film ist für uns auch politisch zu verstehen, also nur weil jetzt ein schwuler Mann irgendwie in einem Film vorkommt, heißt das für uns noch nicht, dass wir den irgendwie fürs Programm heranziehen können. Das ist für uns noch nicht queer, das ist mal schwul. Das ist die Baseline. So. Genau, das ist irgendwie so das bare minimum, aber das reicht für uns eigentlich auch noch nicht. Also der Film muss irgendwie noch mehr bieten und gerade so ein intersektionaler Blick irgendwie ist uns total wichtig und das ist auch bei dem Programm, das wir für euch gestaltet haben, relativ klar zu sehen, dass wir auch schauen, wie ist Queerness beispielsweise mit Feminismus verbunden oder wie greift es ineinander beispielsweise mit Körperbildern, wie greift es ineinander mit, wie sind beispielsweise Homo-Bi und Trans-Bi verschränkt mit Rassismus. Mhm. Also das sind teilweise relativ ähnliche Muster, die man dann erkennt und die diese Filme auch nochmal zeigen. Mir hat extrem gut der letzte Film gefallen, nicht der brasilianische Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt, ist einfach wahnsinnig toll und lustig. Und dass sie das mit dem iPhone aufgenommen haben, mangels Budget, Tontechnik irgendwie, deswegen bin ich davon ausgegangen, dass sie es nachsynchronisiert haben. Mhm. Und ja, der ist einfach großartig. Man kann vielleicht nochmal dazu sagen, dass das Programm, was wir hier bei den Bamberger Kurzfilmtagen zeigen, ein buntes Potpourri ist aus den Kurzfilmprogrammen, die wir letztes Jahr gezeigt haben beim letzten Festival. Und genau, wir haben eben verschiedene Schienen, das heißt eine internationale Schiene und eine deutsch-österreichisch-Schweizer Schiene. Und da haben wir eben so ein bisschen geguckt nach Genre, nach Themenkomplexen, was wollen wir irgendwie zeigen, wo wollen wir Schwerpunkte setzen und ja, bei dem Film, den du jetzt gerade genannt hast, ist es natürlich auch total toll, dass es irgendwie so einen Querverweis gibt auf einen Queer-Klassiker von Rosa von Braunheim. Und ja, also echt divers wollten wir das gestalten. Ist euch auf jeden Fall super gelungen. Also es ist eine tolle Rolle. Und ich hätte noch eine kleine Frage, was vielleicht so weiterführend einen Tipp angehen würde an das Publikum. Habt ihr irgendeinen queeren Film oder einen, der gelaufen ist oder der kommen wird, den ihr ans Herz legen würdet zu gucken? Vielleicht auch einer, der nicht in der Rolle ist jetzt? Also, was ich eigentlich an der Stelle immer empfehle, ist Porträt einer jungen Frau in Flammen von Celine Sciamma, weil da auch der Male Gaze so aufgebrochen wird und es einfach ja ein Film ist, der ganz anders arbeitet, als man es so traditionell gewohnt ist. Und ja, mit einer wahnsinnig tollen Geschichte, die einfach im ganz Kleinen arbeitet und wahnsinnig gut funktioniert. Für mich, also dieses Jahr hatten wir echt ein starkes Jahr, was queeren Film anbelangt. Also letztes Jahr, 2021, beim Festival einige Langfilmarbeiten auch dabei, die mich total gecatcht haben, wo ich mir dachte, ach krass. Also es war ein starkes Jahr und es gab da einen Film, den ich ganz besonders hervorheben will. Das ist Shiver Baby von Emma Seligman. Mhm. Eine kanadische Filmemacherin, tatsächlich ihr Debütfilm, was noch umso beeindruckender ist. Der läuft auf Mubi und auf Prime aktuell, also da kann man den auch schon streamen. Der ist absolut unterhaltsam, der verbindet auch verschiedene Genres. Also es ist eigentlich eine Komödie, der sich dann auch so ein bisschen an Genre-Elementen, Horrorfilm-Elementen bedient, gerade was den Score anbelangt.
Und bei einer jüdischen Trauerfeier spielt, wo eine junge bisexuelle Frau auf diverse Ex-Lover trifft und das auch so ein bisschen in dem Kontext heikel wird und sie sich da so versucht, immer ein bisschen rauszumanövrieren. Sehr, sehr unterhaltsam, sehr, sehr cool. Ja. Kann ich sehr empfehlen. Cool, vielen Dank für diese tollen Tipps. An der Stelle bleibt mir nur, mich bei euch zu bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hierher zu kommen und auch bei den Kurzfilmtagen dabei zu sein und dem Publikum, das jetzt von zu Hause zuguckt oder zugucken wird, ein bisschen was zu erzählen über eure Arbeit. Das Ganze wäre nicht möglich gewesen ohne das Jugendforum von Demokratie Leben, die die Kooperation ausgesucht haben mit dem Queerfilmfestival München. Und wir freuen uns total, dass das dieses Jahr zum ersten Mal eine Kooperation gab, weil ich persönlich und auch viele aus meinem Team überzeugt sind, dass es extrem wichtig ist, diese Lücke zu füllen, die wir definitiv auch hatten und wo es irgendwie gilt, weiter sich dafür einzusetzen, dass Filme und Filmemacherinnen, queere Filme und Filmemacherinnen diesen Raum bekommen.